Sir. Master Skywalker erwartet Sie oben bereits. Danke. Ich denke, ich finde den Weg selbst. Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Knight 2. Wir sind in der Yavin-Basis, beziehungsweise auf dem Mond von Yavin, aus dem ersten Star Wars, also dem richtigen ersten Star Wars Film, und diese Pseudo-Trilogie, die danach wirklich noch gemacht worden ist. Und wir sollen Luke Skywalker finden. Aber zuerst will ich ein bisschen umsehen. Wir haben leider keine Waffen zur Verfügung, sonst würde ich ein wenig was kaputt machen wollen. Das sind so komische R2-Einheiten. Komische Dinger. Protokolldruiden. Ich wusste, dass das nur aufgemalt war. Ha! Okay. Gehen wir zu Luke Skywalker. Da. Natürlich wieder mit Aufzügen, logisch. Wie immer. Und dieses Gedüdel, dieses Gepiepe von den scheiß Androiden nervt. So, was war hier? Nix. Da war auch zu. Und hier gibt es natürlich wieder einen neuen Aufzug. So, hier können wir ein paar Jedi zum Training zugucken. Ja, genau. So viel zum Thema Training, alles klar. Ah ja, weißt du, ich bin jetzt gerade geneigt, die Cheats zu aktivieren, mit Noclip da runter zu fliegen und den mal eben 15 oder 20 davon reinzuballern. Ah, komm, nee, lass mal. Für Spielereien habe ich jetzt keine Zeit. Ah, da drüben geht's auch noch rein. Da können wir uns auch noch ein bisschen Jedi-Training angucken. Ja, genau. So, schön mit der Macht ein bisschen was. Ja, ja, natürlich. Weiter verschieben. Und jetzt gehen wir erstmal zu Luke Skywalker, sonst hängen wir hier noch länger rum. Natürlich. Das Gute wird immer über das Böse. Ja, ja. Natürlich noch mehr Aufzüge. Wie sollte es auch anders sein? So, Skywalker. Da drin ist er. Ich wusste, dass du kommen würdest. Skywalker? Du bist wegen deines Lichtschwerts gekommen. Ja. Nach all den Jahren? Meine Jan wurde ermordet. Von einem Jedi-Ritter. Er heißt Desan. Du kennst ihn? Ich konnte eine Erschütterung der Macht spüren. Ich werde dir über Desan erzählen, während deine Prüfung vorbereitet wird. Prüfung? Nur ein kleiner Test, wie du nach der langen Zeit mit dem Lichtschwert zurechtkommst. Auch in deiner sehr ungeübten Verfassung sollte es dir nicht zu schwer fallen. Warum könnt ihr Jedi-Ritter Dinge nie auf die einfache Art machen? Wenn die Jedi-Ritter den einfachen Weg gehen würden, gäbe es Millionen von uns anstelle von lediglich Dutzenden. Nimm zum Beispiel Desan. Er wurde auf einem Planeten geboren, auf dem die Macht unbekannt war. Auf dem er durch seine scheinbar magischen Fähigkeiten gefürchtet war und von seinem Umfeld ausgestoßen wurde. Seine Kindheit war erfüllt von Einsamkeit und Verzweiflung, bis ein reisender Händler ihn entdeckte, die Macht in ihm erkannte und ihn zur Akademie der Jedi brachte. Er war also ein Student hier? Ja. Zum ersten Mal in seinem Leben war Desan friedlich. Er hatte andere gefunden, die ihn so gern hatten, wie er war. Andere, die ihn ermutigten, seine Talente weiterzuentwickeln. Mit der Zeit änderten sich die Dinge jedoch. Wie? Er wurde kalt. Ernst. Er belächelte die anderen Studenten wegen dem, was er für ihre Schwächen hielt. Und stritt, manchmal sehr hitzig, mit seinen Lehrern. Während einer Übung streckte er plötzlich einen anderen Studenten nieder. Er tötete ihn kaltblütig. Desan sagte, er wäre zu schwach gewesen, um ein Jedi zu werden. Er floh, bevor wir ihn zur Rechenschaft ziehen konnten. Und seither blieb er verschwunden. Bis jetzt? Ja. Kyle, es tut mir leid wegen Jan. Ja. Sicher, gib mir nur ein Lichtschwert und ich bin wieder verschwunden. Wie du willst. Dein Lichtschwert befindet sich irgendwo in den Tempelruinen im Süden. Um es zu finden, musst du in der Lage sein, die Macht gezielt einzusetzen. Während deiner Prüfung werde ich versuchen, etwas über Desans Aufenthaltsort zu erfahren. Viel Glück. Ganz ehrlich, dieses verkackte Androidengepiep im Hintergrund geht mir auf die Nerven. Und ich glaube, es ist auch ein Bug, dass das während der Konversation mit Luke Skywalker zu hören war. Das sollte nämlich, glaube ich, eigentlich nicht zu hören sein. Jedenfalls geht mir das tierisch auf die Nerven. Gut, egal, wir müssen runter in den Jedi-Tempel.
da. Sobald ich mein Lichtschwert habe, werde ich diese scheiß Androiden in Stücke hacken. Ja, sei still. So. Jetzt dürfen wir hier auch durch. Das Gute wird immer über das Böse siegen. Ja, ist ja gut. So, Augenblick, wo muss ich lang? Da muss ich lang. Ein bisschen Bunnyhopping, ups. Um schneller voranzukommen. Zack. So, und da hinten dieses kleine Kackloch in der Wand, das ist der Eingang. So, wenigstens haben wir hier im nächsten Level nicht dieses dämliche Androiden-Gepiepe ständig im Hintergrund. So, Übung besteht im Kräfte der Macht, die der Erlangen Trainingsgelände nach dem Lichtschwert absuchen. Schön. Legen wir damit gleich los. Wir haben da oben schon eine Machtkraft gesehen, die liegen hier nämlich in Würfelform einfach rum. Und da ist auch schon die erste. Den Schub, ja. So, wir müssen den Schub natürlich direkt einsetzen. Oh, wie war das? Und da gab es auch ein... Moment, mal in die Steuerung gucken hier. Machtkräfte. Kraft benutzen F. Warum funktionierte das eben nicht? Komisch, ich drücke F und nichts passiert. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Das ist nicht gut, weil ich nicht immer die F-Taste drücken kann. Aha. Jetzt hat es gefressen. Gut, ich drehe jetzt erstmal in diese Tafel... Na komm. Ich drehe jetzt erstmal in diese scheiß Tafeln um. So, und was wir jetzt tun müssen, ist, diese Symbole entsprechend den Tafeln an der Wand auszurichten. Das Symbol, was hier auf der Tafel zu sehen ist, muss hier in der Mitte liegen. Hier ist das schon so. Hier drüben nicht. Also benutzen wir die Macht, schieben das Ding rüber. Hier ebenfalls. Ups, falsche Seite. So. Hier ist es schon passend. Hier nicht. Hier passt es. Hier passt es. Dann wird es hier wahrscheinlich nicht passen. Und ich hatte recht. Und jetzt kann ich hier durch. So, und da haben wir schon die nächste Machtkraft. Nämlich den Schub. Den Griff. Schub hat Mame, jetzt haben wir den Machtgriff. Habe ich den jetzt auch ausgewählt? Griff, so. Und ich denke, es ist offensichtlich, was wir hier tun müssen. So, zack, zack. Hier nochmal, zack, zack. Und hier. Diese Plattform rutscht nach einer Zeit auch wieder rein, aber wir haben genügend Zeit, um die nächsten beiden auszufahren. So, ich will jetzt aber noch nicht weiter, sondern hier geht es noch weiter rauf. Und hier, was soll's denn mit den Backup-Containern das Zeug holen? Oh, oh, ah, shit! Aber wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, das Wasser dämpft unseren Aufprall. Ich glaube, die hier rutschen gar nicht wieder zurück. Hallo, ich bin gesprungen. Ach, Alter. Willst du mich verarschen? Okay, es kann sich nur noch um Stunden handeln. So, jetzt aber. Und da ist schon die nächste. Ach so, die haben wir von da unten gesehen, als wir reingekommen sind. Der Jedi ist 33% schneller. Oh, cool. Jedi of Speed. Yeah. Ach, ich habe ja keine Waffen, verdammt. Ja, genau. Schreien rum. Skywalker hat sich Mühe gegeben, das hier nicht zu einfach zu machen. Ah ja, alles klar. So, jetzt gehen diese Türen hier auf. Okay. So, jetzt muss ich ein bisschen ranhalten. Theoretisch müsste das alles kein Problem darstellen. Und es hat auch funktioniert. Und es... Das ist doch geschummelt jetzt.
Okay. Noch eine Machtkraft. Yay, ich kann damit so springen. Und die muss ich nicht mal aktivieren dafür. Geil, wa? So. Ah, warte mal, hier bin ich reingekommen. Dann bin ich jetzt da oben rauf. Okay, da komme ich noch nicht hoch. Da hinten. So. So. Geht doch. Guck mal, was ich alles kann. Ui. Okay. Okay, welche Machtkräfte muss ich hier jetzt benutzen? Griff. Und Geschwindigkeit. Oh oh, ich glaube, ich schaff's nicht. Ah, geschafft. Das war knapp. Das war extrem knapp. Aber es hat funktioniert. Okay, Nanu. Okay, was habe ich vergessen? Ich habe irgendwas vergessen. Ah, da brauche ich doch Griff dafür. Okay, warte mal, wie ging diese scheiß Tür noch auf? Habe ich hier irgendwas vergessen hier drüben? Irgendeinen Schalter vergessen umzulegen oder sowas? Oder könnte ich da durchrennen? Nee. Ah, da! Da ist das Loch an der Wand. Das habe ich ganz übersehen. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Ich finde, Sie haben die Tür ein bisschen zu weit oben eingebaut. Ja, genau, Kyle. So, dann auch weg. Zack, so. Dahin, hier rauf. Hier hin. Da hoch. Da hoch. Und dahin. Gut, das ging ja auch noch. Ah ja, okay. Was war hier hinten? Ah, nur falls ich runterfalle. Alles klar. Gut. Dann hoffe ich, dass ich das richtige Timing erwische. Shit, ey. Ach, das war so klar. Okay, nochmal. Das ist daneben gegangen. So, jetzt nochmal. Ah, geschafft. Okay, Glück gehabt. So. Okay, ich will mein Lichtschwert gerne haben. Das ist da irgendwo drin. Ups, ach Quatsch, das ist doch Geschwindigkeit. Will ich doch gar nicht. Ich möchte Schub haben. So, jetzt den. Hallo. Ach so, ich habe nicht genug Macht. Deswegen bin ich hier. Aber wie bekomme ich es jetzt hier raus? Ja. Okay, wie komme ich da unten rein? Okay, das kam hinterher. Wie war das denn noch? Ach, da oben, natürlich. Selbstreden, warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Aha, natürlich. Okay,
Wo ist Speed? Da. Und da muss ich ganz schnell auf Geschwindigkeit, auf Griff umschalten. Weil Griff hat, glaube ich, F2. Vielleicht mache ich es auch damit. Gucken, ob ich das mit F2 hinkriege.